Atme tief ein und aus und erlaube dir mit der Ausatmung erstmal all den Druck, all die Enge des Tages aus deinem Körper fließen zu lassen. Und lass es einfach geschehen, so wie es fließen möchte. Atme so tief ein, wie es für dich angenehm ist. Und dann lasse über den leicht geöffneten Mund gehen, was jetzt fließen möchte. Gehe mit der nächsten Einatmung dazu über, ganz viel Licht und ganz viel Liebe in dein Herz hineinzuatmen. Und verbinde dich auf diese Weise mit dem Kernpunkt, mit dem Nullpunkt, mit dem heiligen Raum, dem Diamanten, der Quelle der bedingungslosen Liebe in deinem Herzen. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie dieser Nullpunkt, dieser zentrale Ort in deinem Herzen anfängt, mit deiner Atmung ganz sanft zu pulsieren. Ich bin fest verbunden mit meinem Herzen. Bring diesen Satz in dein Herz, zu deinem Kern, zur Quelle. Ich bin fest verbunden mit dir, meinem Herzen. Und wenn du magst, kannst du diesen Satz auch klopfen. Ich bin fest verbunden mit dir, meinem Herzen. Ich bin an meinem Platz in diesem höheren Ordnungssystem. Und ich komme mit all meiner Energie, mit all meiner Liebe, mit all meinen Frequenzen und Schwingungen hier in meinem Körper an meinem Platz an. Und fühle, wie sich die Energie, wie sich deine Schwingungen und Frequenzen wieder einfinden bei dir, in deinem Herzen, in deinen Körperzellen. Und atme. Bitte klopf den folgenden Satz ganz sanft auf deinem Brustkorb, auf deinem Herzen oder an deiner Handkante. Ich öffne jetzt aus jeder Zelle meines Seins, aus jedem Raum meines Seins, allen Druck und allen Stress, alle Belastungen, für die ich jetzt die Kraft habe, sie in ihrer tiefsten Ursache, in ihrer tiefsten Wurzel zu verändern. Ich öffne jetzt alle Zellen, allen Raum, auf allen Ebenen meines Seins, durch alle Zeiten, durch alle Dimensionen. Und lasse die Ursachen für allen Druck, für allen Stress jetzt los, für den ich die Kraft habe, ihn bis in die tiefste Wurzel zu lösen. Und dann leg deine Hände wieder in den Schoß, lass deine Augen geschlossen, bleibe in einer sanften Atmung.
Und du kannst es immer aus deinem Herzen heraus über deine Atmung lichtvoll, wärmend in deinen Körper atmen. Oder du kannst es einfach geschehen lassen, wie es jetzt für dich geschehen möchte. Dein höheres Ordnungssystem, deine natürliche Ordnung, weiß ganz genau, was jetzt in diesem Augenblick für dich wichtig und notwendig ist. Und kennt auch die Reihenfolge, in der du loslassen darfst. Und beobachte, wo die Energie in deinem Körper hingeht. Und wenn die Reaktionen in deinem Körper stark wahrnehmbar sind, so dass es dich fast ablenkt von deiner Atmung, dann kannst du ganz sanft auf der Handkante oder deinem Brustkorb klopfen. Alle Reaktionen, alle Widerstände, die sich jetzt zeigen, die mich ablenken wollen, die mich festhalten wollen im Alten, die lasse ich jetzt voller Liebe und Leichtigkeit los. Ich erlaube mir, voll und ganz in meine Kraft zu kommen, Veränderung voller Leichtigkeit anzunehmen. Alles geschieht zu meinem höchsten Wohl. Und atme. Und beginne wieder sanft zu klopfen auf deinem Herzpunkt oder auf deiner Handkante. Ich gebe an alle Mütter, Großmütter, an alle Ahnen meinem Familiensystem ihre Anteile, ihre Schwingungen, ihre Energien, ihre Überzeugungen, ihre Gedanken, die in welcher Weise auch immer mit diesem Stress, der Ursache für diesen Druck oder Angst verbunden sind, voller Liebe, Anerkennung und Respekt für ihren Weg, ihre Anteile jetzt an sie zurück. Und lass es fließen. Ihr habt es so gut gemacht, wie ihr konntet. Doch eure Anteile könnt nur ihr lösen. Die sind für mich viel zu schwer und behindern meine Lebensenergie. Darum gebe ich sie euch in Liebe jetzt zurück. Und ich bleibe auf der Herzensebene mit euch verbunden, auch wenn ich alle Glaubenssätze, alle Überzeugungen und Muster von euch jetzt löse, die zu meinem neuen Weg und meiner neuen Schwingung einfach nicht mehr passen. Und lass es fließen, lass es
laufen, beobachte und atme. Dann klopf noch einmal mit mir gemeinsam. Ich gebe all euch Vätern, Großvätern und Ahnen all eure Anteile, eure Frequenzen, Schwingungen, Energien, Informationen, Glaubensmuster. Die in welcher Weise, egal aus welcher Zeit oder Dimension, mit den Ursachen für diesen Druck, diesen Stress oder diese Angst in mir verbunden sind, sie jetzt in Liebe an euch zurück. Voller Respekt und Anerkennung für euren Lebensweg. Ihr habt es so gut gemacht, wie ihr konntet. Und ich bitte um die Unterstützung der geistigen Welt, der Quelle der bedingungslosen Liebe, dass ihr eure Anteile liebevoll integriert in euer Feld. Denn für meinen Platz und für meinen weiteren Lebensweg sind sie zu schwer. Und atme tief ein und beobachte, wo die Energie hinfließt. Erlaube ihr, sich ganz eigenständig im Sinne der höheren natürlichen Ordnung zu deinem höchsten Wohl neu zu sortieren. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Herzmittelpunkt, zu deinem Diamanten, der Quelle der bedingungslosen Liebe, in deinen heiligen Raum. Ich bin jetzt an meinem Platz und ich bleibe über meine Herzverbindung auch mit euch, ihr Ahnen, verbunden. Aber ich erlaube mir, durch Raum und Zeit alle Glaubenssätze, alle Überzeugungen, alle Informationen, alle Schwingungen, die meine Lebensenergie und meine Leichtigkeit ausbremsen, die es mir zu schwer machen, meinem Herzen zu folgen, in Liebe jetzt loszulassen. Ich bin jetzt an meinem Platz mit all meiner Energie in meinem Körper und voller Liebe und Licht in jeder einzelnen Körperzelle, auf allen Ebenen meines Seins. Aktiviert sich meine Schöpferkraft. Trete ich ein in dieses natürliche Feld von Liebe, von heilender Ordnung, von Sicherheit, von erdigem Vertrauen, von gehalten werden, von dazugehören, von willkommen sein. Ich bitte um den Segen von all euch Ahnen für meinen neuen Weg und ich segne euch auf eurem Weg.
Und wir alle haben uns in diesem Augenblick gerade vollständig verändert. Bleib noch einen Augenblick in deinem heiligen Raum, in der Stille, und wenn es für dich Zeit wird, kommst du auf deine Weise sanft zurück. Namaste.